Hallo, ich zeige heute, wie ein Learning Agreement für ein Auslandsstudium mit Erasmus Plus ausgefüllt wird. Das Formular besteht aus zwei Teilen. Erstens, dem ursprünglichen Learning Agreement, das ich vor meinem Aufenthalt ausfülle. Zweitens, den Changes of Learning Agreement, die ich während des Aufenthalts ausfüllen kann. Nach meiner Rückkehr fülle ich als drittes das dazugehörige Formular der Anerkennungsergebnisse aus. Das sind jeweils 2 bis 3 Seiten, auf denen ich eintrage, erstens, welche Kurse ich belegen will, zweitens, welche ich tatsächlich vor Ort belegen kann und drittens, wie diese final anerkannt werden. Los geht's der Reihenfolge nach. Vor dem Auslandsaufenthalt. Seite 1 des Learning Agreements. Hier gebe ich meinen Namen und meine Matrikelnummer an. Wenn ich einen Staatsexamens- oder Diplomstudiengang studiere, trage ich mich je nach Semesterzahl bei BA oder MA ein. Bei Sending Institution gebe ich die Daten meines Erasmus Plus Fachkoordinators oder der Koordinatorin an der Uni Leipzig ein. Bei Receiving Institution gebe ich die Daten des Fachzuständigen an der Gasthochschule ein. Diese finde ich in der KISS-Datenbank oder auf der Webseite der Gasthochschule. Seite 2 des Learning Agreements, Tabelle A1, vor der Mobilität. Über die Tabelle A1 trage ich meinen Mobilitätszeitraum ein. In die Tabelle A1 trage ich alle Kurse ein, die ich an der Gasthochschule belegen möchte. Dazu sehe ich mir das Vorlesungsverzeichnis der Gasthochschule an. Den Link dazu finde ich in den Unterlagen, die ich von der Gasthochschule zur Registrierung bekommen habe oder auf deren Webseite. Wenn ich kein aktuelles Vorlesungsverzeichnis finde, greife ich auf das jetzt verfügbare Vorlesungsverzeichnis zurück. In die erste Spalte trage ich die Kursnummer ein, dann den Kurstitel, Wintersemester oder Sommersemester und die Anzahl an Punkten pro Kurs. Diese Angaben kann ich vor Ort an der Gasthochschule auch noch einmal ändern, falls nötig. Wie viele Punkte ich insgesamt aus dem Ausland mitbringen soll, kann mein Erasmus Plus Fachkoordinator mir mitteilen. Hier gebe ich den Link zum Vorlesungsverzeichnis der Gasthochschule an. Hier trage ich die Unterrichtssprache ein, nicht die Landessprache. Das erforderliche Sprachniveau finde ich in den Unterlagen, die die Gasthochschule mir zur Registrierung zugeschickt hat oder auf deren Webseite. Hier gebe ich an, ob ich das Sprachniveau schon erreicht habe. Wenn nicht, verpflichte ich mich, das verlangte Niveau bis zum Auslandsaufenthalt zu erreichen. Seite 3 des Learning Agreements, Tabelle B1. Die Tabelle B1 bereitet die Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen vor. Hier gebe ich an, welche Kurse oder Module an der Uni Leipzig durch Leistungen an der Gasthochschule ersetzt werden könnten. Dabei habe ich folgende 3 Optionen. Option 1. Ich ersetze Kernfachmodule meines Studienganges nach Absprache mit dem oder der Anerkennungszuständigen meines Fachs. Dann trage ich ein tatsächlich existierendes Modul ein. Option 2. Ich wähle die flexiblere Anerkennung auf den Wahlbereich. Dazu trage ich pauschal Anrechnung über den Wahlbereich und die Summe der Leistungspunkte ein. Option 3. Ich wähle ein fachnahes Schlüsselqualifikationsmodul meines Studienganges für den Auslandsaufenthalt. Zum Beispiel ein tatsächlich existierendes Auslandsmodul. Die Summe der als total eingetragenen Leistungspunkte kann von der Summe meines Studienprogramms in Tabelle A1 abweichen, wenn mein Fachkoordinator zustimmt. Als 4. alternative Option kann ich das fächerübergreifende Schlüsselqualifikationsmodul SQ32A nutzen. Darüber kann ich 10 Leistungspunkte für bestandene Leistungen außerhalb meines Kernfachs anrechnen lassen, die ich sonst nicht einbringen kann. Weitere Infos dazu finde ich auf der Seite des Sprachenzentrums. Mein Auslandsaufenthalt wird automatisch im Diploma-Supplement dokumentiert. Unter Sonstiges gebe ich Sonderregelungen ein, die ich mit meinem Anerkennungszuständigen abgesprochen habe. Weitere Hinweise zur Anerkennung finde ich auf den Seiten des Akademischen Auslandsamtes. Seite 4 des Learning Agreements, Verpflichtungserklärung. Ich unterschreibe das Dokument auf Seite 4 unten. Ich bitte den Anerkennungszuständigen meines Fachs um Unterschrift, Datierung und Stempel. Das kann auch mein Fachkoordinator sein, wenn er dazu berechtigt ist. Dann sende ich das Dokument per E-Mail an die Gasthochschule und bitte dort um Unterschrift, Datierung und Stempel des Zuständigen. Achtung! Auch wenn ich über einen Fachfremdenplatz ins Auslandsstudium gehe, unterzeichnet immer der Zuständige meines Fachs das Dokument.
Wenn ich das vollständig unterschriebene Dokument zurückerhalte, sende ich einen Scan davon per Mail an erasmus.studium@uni-leipzig.de. Das sollte spätestens einen Tag vor Abreise geschehen. Zweiter Abschnitt. Während des Auslandsaufenthaltes. Vor dem Auslandsaufenthalt habe ich das Learning Agreement ausgefüllt und von beiden Fachkoordinatoren unterschreiben lassen. Zu Beginn meines Auslandsaufenthaltes stellt sich nun an der Gasthochschule heraus, dass ich einige der angegebenen Kurse nicht belegen kann oder möchte. Deswegen trage ich die Änderung meiner Kursauswahl in die Changes of Learning Agreement ein. Seite 5 der Changes of Learning Agreement, Tabelle A2, während des Auslandsaufenthaltes. Ich trage nochmal meine Daten ganz oben ein und dann die nötigen Korrekturen in Tabelle A2. Ich gebe an, welchen geplanten Kurs ich nicht belege und auch warum. Unter der Tabelle finde ich mögliche Gründe, denen eine Zahl zugeordnet ist. Diese trage ich hier ein. Dann trage ich ein, welchen Kurs ich stattdessen belegen möchte. Seite 6 der Changes of Learning Agreement, Tabelle B2, während des Auslandsaufenthaltes. Ändert das auch die Anerkennung an der Uni Leipzig, fülle ich auch die Tabelle B2 nochmal aus. Ich gebe dazu an, ob sich alternative Optionen wegen meiner neuen Kursauswahl ändern. Dann unterschreibe ich hier und bitte meinen Erasmus-Fachkoordinator an der Gasthochschule um Unterschrift, Datierung und Stempel. Das geänderte Learning Agreement sende ich per E-Mail an den Anerkennungszuständigen oder die Anerkennungszuständige meines Fachs und bitte um Unterschrift, Datierung und Stempel. Wenn ich das unterschriebene Dokument zurückerhalte, mache ich von den Seiten 5 und 6 einen Scan und sende ihn bis maximal 4 Wochen nach Immatrikulierung an der Gasthochschule an erasmus.studium@uni-leipzig.de. Dritter Abschnitt: Nach dem Auslandsaufenthalt. Wenn mein Auslandsaufenthalt beendet ist, erhalte ich mein Transcript of Records, die Datenabschrift von der Gasthochschule. Darauf sind alle von mir erbrachten Leistungen festgehalten. Dieses Transcript of Records ist Grundlage für die Anerkennung an der Uni Leipzig, sodass ich damit die Anerkennungsergebnisse ausfüllen kann. Dieses Dokument hält fest, welche Module oder Kurse an der Uni Leipzig ich mit den Kursen ersetzen kann, die ich im Ausland erbracht habe. Anerkennungsergebnisse an der Uni Leipzig. Dazu trage ich zuerst meine Daten oben ein. Dann trage ich in Tabelle D die Module oder Kurse meines Studienganges ein, die ich ersetzen lassen möchte, mit Nummer, Titel, Anrechnungsbereich, Leistungspunkten und Note. Falls das nicht der Anerkennungszuständige meines Fachs, sondern ein anderer Dozent entscheiden muss, trägt er sein Kürzel in die hintere Spalte Genehmigt von ein. Mein Auslandsaufenthalt wird automatisch im Diploma-Supplement dokumentiert. Dieses erhalte ich beim Prüfungsamt oder Studienbüro meines Faches. Um das SQ 32a anerkannt zu bekommen, wende ich mich an Frau Wanner vom Sprachenzentrum. Hier finde ich die Infos, was zur Verbuchung nötig ist. www.uni-leipzig.de/sprachenzentrum/SQ32. Die 10 Leistungspunkte dafür trage ich hier nicht ein. Zum Schluss bitte ich den Anerkennungszuständigen oder die Anerkennungszuständige meines Fachs um Unterschrift, Datierung und Stempel. Das kann auch mein Fachkoordinator sein. Bei Nachfragen lege ich ihm mein Learning Agreement und meine Datenabschrift Transcript of Records vor. Zum Schluss mache ich von den Anerkennungsergebnissen einen Scan und sende ihn an erasmus.studium@uni-leipzig.de. Achtung! Falls es ein fachinternes Dokument mit gleichen Infos gibt, kann ich das ebenso gut benutzen. Dann gehe ich mit meiner Datenabschrift, Transcript of Records und meinen Anerkennungsergebnissen zum Prüfungsamt oder Studienbüro und lasse mir meine Leistung dort verbuchen. Geschafft! Mehr Infos finde ich auf den Seiten des Akademischen Auslandsamtes und in der Bildgeschichte die häufigsten Fragen zur Anerkennung. Alles Gute und viel Erfolg wünscht Benjamin Beispiel.